Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, Teil 143 aus Schritte durch die Bibel von dem vergriffenen Buch von Alfred P. Gibbs, Johannes 2, Vers 1 bis 12, die ersten Wunder Jesu. Schlüsselvers aus Jesaja 61, Vers 10, hoch erfreue ich mich in Jehova meiner Seele, soll verlocken in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie ein Bräutigam den Kopfschmuck nach Priesterart angelegt und wie eine Braut sich schmückt mit ihrem Geschmeide. Erstens die Einladung. Hast du ihn eingeladen in dein Herz? In jedem Herzen befindet sich ein Thron und ein Kreuz. Welchen Platz nimmt Christus, in welchem nimmst du ein? Wer ist der Herr in deinem Herzen? Zweitens, dein Familienleben. Sieh, was sich in den Fällen ereignet, wo der Herr Jesus in Häuser einkehrte und mit den Familien Gemeinschaft hatte. Drittens, dein gesellschaftliches Leben. Wenn der Herr Jesus den Ehrenplatz unter unseren Gästen einnimmt, dann wird ihm auch die Gemeinschaft mit unseren Freunden wohlgefällig sein. Dein Berufsleben, ist Christus der erste Teilhaber deines Geschäftsunternehmens? Wenn nicht, wirst du bald deinen geistlichen Bankrott anmelden können. Fünftens, dein Studium. Römisch 2, die enttäuschten Gäste. Es mangelt an Wein. Zur Bedeutung des Weines siehe Psalm 104, 15. Er ist ein Bild der Freude. Erstens, die Freude dieser Welt sind jedoch nicht von Dauer. All ihre Schätze, alles, was sie bietet hat, schwinden bald dahin und lassen eine schmerzhafte Leere zurück, die durch keinen irdischen Ersatz ausgefüllt werden kann. Zweitens, die Quelle der wahren und andauernden Freude befindet sich in ihrer Mitte, Christus. Alle bleibenden Freude ist allein im Gott zu finden. Drittens, der gute Rat. Dies ist Marias Predigt ein überaus wichtiges Wort. Was irgend er euch sagen mag, tut. Und was ist es, dass er, der Herr Jesus, sagt über erstens den Zustand der Menschen, zweitens die größte Erfordernis des Menschen, drittens die Liebe Gottes, viertens sein stellvertretendes Opfer, fünftens den Heilsweg, sechstens die Heilsgewissheit, siebtens die Verlorenheit des Sünders. Viertens, das Wunder. Christus ist immer noch der große Wunderwirker, denn in ihm ist alle Gewalt gegeben in Himmel und auf Erde. Er verwandelt erstens Leid in Freude, zweitens Dunkelheit in Licht, drittens Tod in Leben, viertens Sünder in Heilige. Römisch 5, das Ergebnis. Das Zeugnis, der gute Wein wird bis zuletzt aufbewahrt. Im Gegensatz zu dem vergänglichen Vergnügen der Welt besitzt der Jünger Jesu eine stetig wachsende Freude. Zweitens Glaube, Vers 11. Er offenbart seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Der Gruß im Herrn Jesus Christus, der ist und der war und der da kommt, der Allmächtige. Alles hat das unser Bruder Antonino für uns zusammengestellt. Herzlichen Dank.